Ja, Herr Reichert, Regensburg liegt bundesweit in den Top 10. Wissen Sie, auf welche Top 10 ich da anspiele? Ich denke mal, also Lebensqualität definitiv, als Wirtschaftsstandort auch, und auch sonst hat es wirklich einiges zu bieten. Ja, ich spreche die Wohnungskäufe an. Es geht um die Preise bei Eigentumswohnungen. Und wie wollen Sie denn diese Situation verbessern? Es geht nur darum, wir müssen wirklich bauen. Wir müssen einfach das Angebot auf dem Wohnungsmarkt deutlich verstärken. Und dazu braucht es eine Kraftanstrengung. Da muss die Stadt ihren Beitrag dazu leisten, wir als Freistaat und auch der Bund. Und nur wenn da alle mit im Spiel dabei sind, dann funktioniert es auch. Was würden Sie einer Erstsemesterin oder einem Erstsemester raten, die oder der gerade verzweifelt in Regensburg auf Wohnungssuche ist? Ich kenne das, meine Schwester hat in Regensburg studiert und wir haben die Wohnung, ich glaube, zwei, drei Tage vor Semesterbeginn gestartet, die Zeitung kaufen. Das hat damals wirklich geholfen, aber nein, Spaß beiseite. Wir müssen einfach den Wohnungsmarkt beackern und auch unkonventionell sagen. Einfach sich anschauen, mit Leuten reden und wirklich schauen, wo kann man was machen, mit offenen Augen auch durch die Stadt fahren und sich überlegen, da kann was sein, da könnte was gehen. Und dann einfach hartnäckig dranbleiben, weil das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die zurzeit besteht. Weil wenn man jetzt gerade sucht oder zu Semesterbeginn wieder sucht, dann hilft es einem nichts, was ich sage, wir bauen oder wir investieren 20 Millionen Euro in Studentenwohnheimsbau, sondern dann muss man jetzt einfach schauen, was kann ich machen. Und vielleicht auch, also nur als Ding, auch mal Regensburg ein bisschen weiter betrachten, auch die Umlandgemeinden sich einfach anschauen, ob nicht dort Potenzial besteht, wirklich eine Wohnung zu finden. Also es ist jetzt kein direktes Zitat, aber Sie sollen es gesagt haben, so in der Art. Dieser immense Zuwachs in die bayerischen Ballungszentren wie München, Augsburg, Erlangen, Nürnberg, damit war so in der Art und Weise nicht zu rechnen vor 10 Jahren. Ich finde, das stimmt nicht. Also ich kapiere den Satz nicht ganz, weil es war ja eigentlich schon klar, dass die Leute in die Ballungszentren gehen. Ich meine, wo sollen sie hin? Und es war auch klar, dass die ländlichen Regionen ja eben das Problem haben, dass die Leute nicht da bleiben wollen. Aber wir haben doch den Zuzug, auch den Zuwachs haben wir in ganz Bayern. Wir haben den im ländlichen Bereich genauso wie im städtischen Bereich. Das heißt, wir brauchen im ländlichen Bereich genauso die Wohnung, wie wir es in der Stadt Regensburg brauchen. Und deswegen war diese Entwicklung war so nicht ganz abzusehen. Auch deswegen, weil vor 15, 20 Jahren eigentlich man auch davon ausgegangen ist, dass es eigentlich wenige Leute waren. Wir haben auch wenn man sich die ganzen Planungen anschaut, auch der Kommunen, man ist davon ausgegangen, man braucht weniger Schulen, weil es waren weniger Kinder. Damit brauche ich am Schluss weniger Platz. Und das war eine Entwicklung, die hat sich einfach überholt. Wir haben jetzt wieder Rekordgeburtenzahlen, auch wenn es immer nur zu wenig sind. Wir haben Menschen aus allen Teilen Deutschlands, die nach Bayern kommen wollen, aus allen Teilen der Welt. Und das war so, glaube ich, nicht ganz absehbar vor 15 Jahren. Aber wie gesagt, man muss jetzt einfach darauf reagieren und muss jetzt die Maßnahmen ergreifen. Jetzt sind wir schon fast unten angekommen, deswegen noch schnell ein kleiner neuer Themenkomplex. Ja, klar. Sie sind noch bis Herbst Chef der Jungen Union. Jawohl. Und die Junge Union gilt ja als Fanbase von Markus Söder. Ist Horst Seehofer einfach nicht mehr in bei den jungen Leuten? Na, aber ich glaube, jede Zeit hat ihre Personen, jede Zeit hat ihre hat auch ihre Köpfe. Horst Seehofer hat brutal viel für den Freistaat Bayern geleistet, hat auch viel für die CSU geleistet. Der hat im Endeffekt nach der Wahlniederlage 2008 hat er die CSU wieder aufgebaut, hat wieder das vorwärts gebracht. Und wir haben jetzt den Wechsel auch vollzogen innerhalb der CSU, was glaube ich auch gut war, weil wir immer wieder auch diesen Wechsel brauchen, neue Ideen brauchen, neue Vorstellungen brauchen. Und das macht Markus Söder hervorragend. Und deswegen war es auch wirklich gut, dass wir diesen Wechsel immer wieder auch angesprochen haben und gesagt haben, ja komm, jetzt lasst uns mal einfach auch Neues wagen, Neues probieren. Jetzt ist ja Horst Seehofer auch Bauminister, aber für den Bund. Wie oft haben Sie ihn schon angerufen und um Rat gefragt? Und wir haben uns relativ oft getroffen. Ich war vor 5 Wochen das letzte Mal bei ihm in Berlin. Wir haben ein wirklich sehr, sehr gutes Verhältnis zueinander. Wir verstehen uns auch gut und arbeiten auch sehr, sehr gut zusammen.